Einen flauschigen guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. In dem heutigen Video gibt es mal etwas anderes, was so auf diesem Kanal noch nicht gab. Und zwar schauen wir uns heute einen Account an, aber nicht von einem Zuschauer, sondern diesen Account habe ich mir gekauft. Das Ganze bedeutet, wir schauen uns heute an, was auf dem Account ist. Und wir können mal direkt bei Rette die Welt anfangen, denn er hat keine Rette die Welt. Okay, wir haben auf jeden Fall eine 34%ige Wahrscheinlichkeit, dass auf diesem Account ein sehr seltener Skin drauf ist. Deswegen würde ich sagen, schauen wir jetzt einfach mal in den Battle Royale Modus rein, ob hier irgendetwas Seltenes auf dem Account drauf ist. Okay, jetzt erstmal nichts. Moment mal, wie sieht es hier mit Changes aus? Uff, ja, auf jeden Fall wurde der aktiv gespielt, ne? Ja, Item Shop, Creator Code schon eingetragen, beste. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal hier, okay, hier gibt es nicht gerade viel. Ja, Musik. Hat er jetzt, das. Okay, hier sehen Musik aus. Hat er diesen Battle Bus Banner? Hat er nicht. Das heißt, Season 1 kein Level 10 erreicht. Beziehungsweise zu Season 1 nicht gespielt. Okay. Ich glaube, hier ist soweit kein seltener Banner drauf. Schauen wir uns mal die Lackierung an. Ah, die kostenlose Lackierung. Was ist das denn, Spiel? Dieser Typ, ich weiß nicht, was mit dem abgeht. Der kauft irgendwie voll die random Sachen. So, jetzt müssen wir schauen, ob es hier seltene Sachen kauft gibt. Sprays habe ich jetzt noch nicht gesehen, was hier selten ist. Season 3. Nee, Season 5. Season 3, den habe ich aber auch, den können wir kaufen. Season 1 Step, okay. Ich glaube, der ist sogar ein bisschen selten, dieser Emote, kann das sein? Ich glaube schon. Und dann hat er sich von Star Wars was gekauft. Okay, aber kein seltenes Spray. Schauen wir mal bei den Gleitern rein. Hier ist nichts bei den Kondensstreifen. Bei den Gleitern hat er sich den Nachtflieger gekauft, alles klar. Ich werde aber auch diesen Account später hier einmal eingeblendet auf die Fortnite-Skins.so auf Instagram. Schreibt diesen Instagram-Account. Dort könnt ihr diesen Account kaufen. Für unter 100 Euro, sage ich jetzt schon mal. Denn ich habe den für nicht mal 100 Euro gekauft. Deswegen werde ich ihn auch für unter 100 Euro verkaufen. Aber wir müssen mal schauen, wer kauft sich denn sowas? Also mal im Ernsthaft, das... Moment mal, ich muss kurz was gucken. Und zwar kommt mir diese Spitzhacke sehr bekannt vor. Leute, ich habe wirklich recht. Das hier ist die seltenste Spitzhacke, die es überhaupt nur im Item Shop gab. Und zwar, wie heißt die? Ja, okay, die ist fast 500 Tage nicht mehr im Item Shop gewesen. Das ist die seltenste Spitzhacke aus dem Item Shop. Eine seltenere gibt es nicht. Natürlich, also aus dem Item Shop, nicht aus dem Season Shop, meine ich. Aus dem Item Shop ist das die seltenste. Okay, die ist auf jeden Fall ordentlich schon mal was wert. Die ist auf jeden Fall sehr selten. Okay, also. Moment. Was haben wir hier? Okay, dann heißt, glaube ich, Oro. Okay, Deadpool hat wahrscheinlich auch hier. Okay, aber schon mal kein schwarzer Ritter oder sonst was. Dann schauen wir uns jetzt mal die Skins an. Also, okay, Drift ist schon mal komplett vollgelevelt. Beim Fusion Skin, ja, auch alles voll. Gab es hier noch eine extra Variante? Doch, gab es glaube ich schon. Ja, gab's aber, hat er nicht freigeschaltet. Okay, hier gibt's zwei Star Wars Skin. Einmal, okay, hier wurde wahrscheinlich nur bis Level 200 oder so gespielt.
Ich habe den ja komplett voll. Protoss hat eine schwarze Version genommen. Hier wurde noch nicht mal die andere Version freigeschalten, okay. Also bei dir, ich möchte echt wissen, wer diesen Account gespielt hat, ne? Und dann haben wir hier noch Starter-Paket. Immer mit und ohne. Okay. Also auch Moment mal. Hier haben wir auch noch einen. Aus Season 5. Den kenne ich auch. Der ist auch etwas seltener. Okay, erstmal hier Kofferverstärker weghauen. Der ist auch etwas seltener. Nicht so selten, aber der hat auf jeden Fall schon eine kleine Seltenheit. Okay, haben wir hier irgendeinen Verabbrechen? Moment. Look speichern. So. Gibt hier irgendwas anderes abgespeichert? Ne. Okay, wenn ihr diesen Account kaufen wollt, tut euch hier jetzt eingeblendet Fortnite-Skins.store auf Instagram schreiben. Dieser Account, würde ich sagen, wird für 50 Euro verkauft. Sehr guter Preis für den Account. Wenn wir mal überlegen, dass hier die seltenste Item-Shop-Spitzhacke drauf ist und noch andere von Battle Passen. Aber das hier ist die seltenste Spitzhacke aus dem Item-Shop. Und ja, hier sind auf jeden Fall gut Skins, die wahrscheinlich auch über 50 Euro wert sind. Von daher 50 Euro, sehr guter Preis. Wenn ihr am Account interessiert seid, dann schreibt gerne auf Instagram fortniteskins.store. Das ist mein Fortnite-Skin-Shop und dort verkaufe ich dann auch diesen Fortnite-Account. Wenn ihr öfter sowas sehen wollt, dann like das Video, abonnieren, Glocke aktivieren, schreibt es gerne in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, haut rein, der Shop ist in der Beschreibung unter dem Tab Spiel verlinkt und ciao, Leute.